saugeil hier in der TTBL. Da wird das Duell gesucht. Tisch entfernt. Zug um Zug davor und jetzt hier Wahnsinnsparallele vor. Fast wie beim Federball, geht der Ball hin und her, immer fester, immer weiter. Polanski lässt sich da einfach auch nicht vom Tisch wegdrücken. Erst mit dem absoluten Torhammer bringt Christian Karlsson ja, sich hier 2-1 in Führung. Und es geht und Bombenrückhand hier jetzt. Auf einmal klappt das wieder mit dem Risiko. Hier war Skropoulos eigentlich in dieser Situation. Dadurch wurde er Europameister, weil er eben so temporesistent ist und clever wechselt. Sie wieder zurück mit der Rückhand. Ja. Eigentlich stark zurückgekommen von Gosi, aber genauso stark von Christian Karlsson, der jetzt hier wirklich im Ballwechsel bleibt. Und der Gosi dann nicht rauslässt. Oh!
Leistung. Geras Dimenko schon fast aus der Halle prügeln. Super Leistung, ja. Bringt den Ball wieder und wieder, Geras Dimenko. Starker Ball von beiden Parteien. Schläger fischt hier zwei, drei Bälle noch raus, die eigentlich unmöglich waren. Den kann er dann nicht mehr bekommen. Punkt für Christian Karlsson. Boah!